Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal aus der Querbeet-Serie. Es geht wieder mal nicht um ein spezielles Modell, sondern um eine Grundtechnologie, die mir so im Laufe meiner Bauwerke aufgefallen ist, wo ich mir dachte, könnte euch interessieren und euch weiterhelfen, dass ihr euch nicht über alles den Kopf zerbrechen müsst. Einiges kann man ja auch einfach woanders abgucken. Worum geht es im Detail? Wir beschäftigen uns heute mit Lenkungen von Fahrzeugen. Da gibt es ja drei verschiedenste Varianten, die man machen kann, so vom groben Überblick her. Das eine sind die klassischen Lenkungen, wie sie in PKWs, Fahrzeugen, LKWs drin ist. Wie zum Beispiel hier bei meinem Arox. Man dreht hier oben und unten lenkt es mit. Das ist so die gängigste Variante, um ein Fahrzeug zu lenken. Technik 2 sind Knicklenkungen. Gut zu sehen in meinem Radlader, den man vor kurzem hier hattet. Ja, also das Fahrzeug knickt einfach in der Mitte durch, die Räder selber sind steif und damit lässt sich das Ding um die Ecke fahren. Und die dritte Technik, die es dazu noch gibt, jetzt ohne Modell, war einfach zu groß, sind Kettenlenkungen. Ketten oder Räder ist in dem Fall egal, aber die Variante gibt es halt, dass eine Seite stehen bleibt und die andere Seite dreht sich weiter und damit dreht sich das Fahrzeug dann in die jeweilige Richtung. Wie genau das alles im Detail aussieht, gucken wir uns jetzt an. Es wird zwei Videos dazu geben. Das erste Video, was wir heute machen, da gucken wir uns die Techniken im Grund an und welche verschiedenen Arten innerhalb dieser Technologien es noch gibt. Wie halt mit den Zahnstangen, da gibt es auch steife Lenkung oder wie hier mit Federung funktioniert der Zahnstange, nee, da muss man das anders. Knicklenkung, auch dort gibt es verschiedenste Sachen, wie man es machen kann, dass das angesteuert wird. Zwei Stück habe ich heute mitgebracht, gucken wir uns an. Und im zweiten Video, was dann nächste Woche kommen wird, gucken wir uns dann mal die Erweiterung an. Ne? Also er hat jetzt bloß eine Vorderachse, aber ihr wisst ja, der Originalachs hat zwei Vorderradachsen. Das muss man ja auch irgendwie bauen. Ich zeige euch dann noch ein paar Varianten, wie ihr mehrere Achsen zusammenschalten könnt, dass das dann noch funktioniert mit den Lenkeinschlägen und wie überhaupt das alles. Das gucken wir uns dann nächste Woche an. Wir starten mit der Zahnstangenlenkung, es geht los. Wie ihr hier seht, ich habe euch mal verschiedene Sachen mitgebracht, wie man es machen kann. Da sind auch ein paar alte Teile dabei. Wir können alles voran, zum Beispiel wie dieses Ding hier. War zum Beispiel drin im Set 8815 aus dem Jahr 1991. Ja, das war so ein kleiner Rennbuggy. Also man kann hier lenken. Und also im Prinzip von der Funktion her ist das der Klassiker, wie man es halt kennt. Das, der Gag an der Sache ist hier, dass man die Lenkstange... Es funktioniert immer, egal wie man sie hochstellt. Also man kann hier quasi höhenverstellbares Lenkrad. Das gibt es heute so nicht mehr und ist auch schwieriger umzusetzen. Aber ansonsten klappt das schon ganz gut hier. Also das ist eine coole Variante. Damals gab es auch mehr Spurbreiten, sage ich jetzt mal, als heute. Na, heute hat man ja nur die breite 13er Achse hier oder die 7er. Damals gab es noch allerdings kurioserweise in geraden Anzahlen die 6er, eine 8er, 6, 8. Und 10, genau, 1, 2, 3, 4, 5, genau 10, passt. Ja, also da hat man ein bisschen mehr Variation gehabt. Falls euch die 6er Achsen hier, 6er Teile von der Breite her interessieren, die habt ihr in auch zwei Modelle, die ich da habe, zum Beispiel die 8064, beziehungsweise auch beim 5550 bei dem Relevan. Das Video habt ihr hier oben in der Infobox, das könnt ihr euch gerne mal angucken, da habe ich schon beide das A- und das B-Modell dazu gemacht. Ansonsten gibt es ja halt zu den Teilen erstmal nicht viel zu sagen. Gucken wir uns lieber das an, was aktuell ist, weil das ist ja das, was euch interessiert. Hier haben wir noch ein altes Teil, wo ich leider nicht sagen kann, aus welchem Set das ist. Wie ihr seht, das ist auch eine gerade Breite und auch plus halb hoch, aber dafür kann man halt mit einem großen Zahnrad arbeiten, was ja schon mal von der Übersetzung her einen Unterschied macht. Das gab es mal. Wenn man so eine kleine graue Zahnstange nimmt, kann man machen. Muss man halt hier seine Pins dran machen. Ich mache das jetzt mal kurz ab, damit ihr das seht, was ich meine. Na, ihr habt hier seine Pins, dann könnt ihr die draufstecken. Hinweis, funktioniert aber nur mit den alten Teilen, weil die haben hier unten zu Nuckeln. Die halten hier in den Pins. Na, wenn man das hier draufsteckt, das ist, bei denen geht das. Ja, klemmt jetzt. Na, also ihr wisst, worum es geht. Die neuen habe ich hier in, weil ich kein altes weiter hatte. Die haben hier unten so eine leeren Teile. Die sind kleiner. Das hält auf den Pins hier nicht. Wenn man das hier reinsteckt, das hält nicht. Warum auch immer das kleiner geworden ist, weiß ich nicht. Also da kann man es nur so machen, aber dann sitzt es halt nie in der Mitte. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen den neuen Teilen und den alten. Ansonsten gibt es hier auch keine großen Unterschiede. Genau, und halt hier, wie gesagt, habt ihr ja das schmale und das lange. Das ist eben die bekannte Technik mit den schwarzen Zahnrädern. Lässt sich das hier ganz normal ohne Probleme machen. Also das ist jetzt erstmal die Grundfunktion.
Zahnradstange. Wie man das anwenden kann, seht ihr hier. Das ist jetzt mal eine komplette Lenkung, weil man lenkt ja in die eine Richtung, das ist klar, das hat man ja schon, das Teil hier. Allerdings muss man ja irgendwo auch oben lenken können, was jetzt hier in meinem Fall da ist. Die eine Variante zum Beispiel ist hier über die gelben Zahnräder. Die finde ich an sich ganz praktisch, auch wenn die ein bisschen knubbelig aussehen, aber die haben halt nie so viele kleine Zähne, sondern ein paar große. Man kann auch hier mit den Zahnrädern noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel eine Liftachse, die gelenkt ist, weil wenn man die auseinanderzieht und wieder zusammensetzt, die treffen sich irgendwie immer wieder, da verkantet nicht. Wenn man das mit den Zahnrädern und so einer Schiene oder mit einem anderen Zahnrad macht, klappt es meistens. Murphys Gesetz sagt das, dass die Zähne genau übereinander stehen und dann lässt sich das hier nie zusammenfügen. Man trifft es nie so, das kommt immer so und das ist dann nervig. Deswegen finde ich die gelben hier ganz praktisch. Na, also eine Variante, um das umzulenken von oben nach vorne, sind die gelben Zahnräder. Die zweite Variante, die auch ganz gut funktioniert, wenn man es jetzt steif hat ohne Verbindung, ist ja wie beim Arox, ist die Vorlage, sind einfach ganz normal über verschiedene Zahnräder. Hier kann man ein großes und so ein kleines flaches nehmen. Man kann hier zwei schwarze einsetzen oder ein schwarzes und ein gelbes. Das kommt wie gesagt wieder darauf an, wie, der Platz, wie die Platzverhältnisse sind. Das sind so die drei verschiedenen Varianten. Das, normale Zahnräder oder eben die gelben. Wie man den Impuls von oben auf die Richtung umlenken kann, wie man es braucht. Und jetzt kommt hier Nummer 2, was wir noch so haben zum Lenken. Zahnstange war ja das eine. Und wie ihr seht, die Arox-Lenkung, die ist ja gefedert. Und das Federn ist das Problem, man müsste dann mit einer Achse auf die Zahnstange kommen. Und das, dadurch, dass das ja dann sich vom Winkel her ändert, funktioniert das hier auch nicht so richtig. Deswegen ist das hier ohne Zahnstange umgesetzt worden, was ich ziemlich praktisch finde. Also, wie haben sie es gemacht? Ganz einfach. Wir haben hier ein drehbares Teil und darauf sitzt dann so eine Stange hier mit Löchern. Also hier mit so einem Einklemmding. Zeige ich das jetzt am besten. Wir fangen einfach mal hinten an. Wenn man jetzt hier dran dreht, dann klappt hier hinten diese komplette Konsole hin und her, schiebt damit an diesem Teil nach vorne und wenn das dort schiebt, dann das vorne nach schieben, dreht dann das Teil, was wiederum über eine L-Übersetzung dann hier hinten die eigentliche Zahnstange, was hier keine ist, hin und her schiebt. Sieht dann so aus. Also wir haben hier im Prinzip 1, 2, 3 Richtungsänderungen in dem ganzen System drin, aber darum kann man das eben bei jeder beliebigen Federung, wie man es macht, funktioniert immer. Es hakt kein Zahnrad aus, ein oder wird kürzer, weil das Problem ist, habe ich gesagt, das hatte ich damals bei meinem Holzkran, wenn man das hoch und runter macht, dann verändert sich ja auch die Strecke und es war schwer umzusetzen. So funktioniert das besser. Das ist die Variante. Arox ohne Zahnstange mit Federung. Weiter geht's beim Radlader mit der Knicklenkung. Die Variante habe ich dazu umgesetzt mit der Hand. Ja. Hinten, vorne, je nachdem ist es jetzt nicht egal, wenn man hier dreht, dann lässt sich das Teil hier vorne hin und her schwingen. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Es sind eigentlich nur eine Parallelverschiebung, die dann verlängert nach vorne dann den Rahmen hier unten. Hin und her schiebt. Das ist quasi die manuelle Variante und dann gibt es aber auch noch eine, die für Motoren besser funktioniert, weil die ein bisschen langsamer drehen. Das ist dann die Variante mit den Aktuatoren. Die Technologie ist dieselbe, nur mit dem Unterschied, dass eben keine Parallelverschiebung und Handdreher ist, sondern dass die Aktuatoren das machen. Man setzt einfach eine Achse hinten drauf und lässt die gegeneinander laufen. So, und dann geht es besser. Also hier vorne, das wird gelenkt, das ist hinten und wenn ich hier dran drehe, je nachdem wie man das dann hier weiter übersetzt, geht es halt schneller oder langsamer, dreht einer raus und einer rein und lenkt damit dann den vorderen Bereich nach links oder nach rechts. Das geht sowohl mit diesen kleinen Aktuatoren hier als auch mit den großen, da haben wir noch ein bisschen mehr Spielraum, also da kann man auch schärfere Bögen fahren. Genau, das sind die zwei Varianten zur Knicklenkung. Wie gesagt, Kette lasse ich jetzt weg, weil das ist selbsterklärend. Eine Seite bleibt stehen, die andere läuft weiter, da ist nicht groß, kein Geheimnis dran. So, genug Infos für heute. Jetzt wisst ihr, wie es funktioniert, eine Achse in die verschiedenen Fahrzeuge einzubauen und umzusetzen, dass das dann auch wirklich wunderschön funktioniert. Die Vorlagen haben jeweils zwei Achsen. Wie das umgesetzt ist, gucken wir uns nächste Woche an. Sowohl
zweite Achse an sich, als auch das Ding mit den Lenkeinschlägen. Und wir gucken uns auch nochmal an, wie das aussieht, wenn man noch ein paar mehr Achsen hat. Es gibt so verschiedene Varianten, wie man es schafft, die Lenkeinschläge zu verändern. Also sowohl beim Kran, beim Arox, als auch bei ihm hier, sind das sind drei verschiedene Technologien, wie man es schafft, dass die Achsen nicht gleich lenken. Gucken wir uns alles nächste Woche an. Und was wir uns auch noch angucken ist, was der hier, unser lieber Kran, mit ihm hier zu tun hat. Aber mehr dazu nächste Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, drückt einfach mal aufs Abo und auf die Glocke, dann kriegt ihr gleich die Info, wenn ich das Video hochgeladen habe. In dem Sinne wünsche ich erstmal eine schöne Woche, viel Spaß beim Nachbauen, beim Gucken meiner anderen Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.